Mahlzeit, meine Lieben, und doch willkommen zurück bei City Skylines. Hab mich dann doch mal kurzfristig umentschieden. Also nichtsdestotrotz wird Snowtopia trotzdem kommen, aber für Craftopia. Weil einfach vom Namen her das mir leichter zu merken ist. Ja, wir fangen jetzt doch nochmal ein neues Spiel an. Ich mache jetzt einfach die Staffel weiter und werde mit euch jetzt hoffentlich nochmal ein bisschen schöner bauen. Also mir hat zwar die Stadt schon ganz gut gefallen, aber ja, was so Details betrifft, ich glaube, da könnten wir jetzt ein bisschen intensiver reingehen. So, Inhaltsverwaltung. Ich zeige euch einfach, ich habe diverseste Mods. Das sind Gebäude, das sind ein paar Tools, das ist, ja gut, ein paar andere Sachen noch, dass hier sowas wie Errungenschaften freigeschaltet sind. Ich hoffe, dass es geht. Ich habe es noch nicht getestet. Großer Fluss, das ist die Karte, die wir nehmen. Hat zwar kein Öl, aber mit unserer Mod, dass wir ja auch Ressourcen jetzt immer machen können, sollte das ganz gut klappen. So, wie nennen wir denn unsere Stadt? Oh, ja gut, jetzt heißt sie Canville. So, die ist auch ein bisschen ebener als das, was wir im letzten Durchgang hatten. Ich habe auch mir eine Mod runtergeladen, dass ich jetzt alle Kacheln kaufen kann. Also man ist ja normalerweise im Spiel begrenzt auf 9, die man erwerben kann. Ich habe jetzt alle freigeschaltet. Es sind, glaube ich, 27, die man jetzt maximal haben kann. Also an Platz sollte es uns nicht mangeln, wenn das Spiel dann jetzt startet. Was ich hoffe. Und habe ich auch freigeschaltet, dass ich von alles, dass ich alles von Anfang an habe? Weiß gar nicht. Bin mir jetzt unsicher. Wie gesagt, ich habe irgendwann nicht mehr durchgeblickt, weil ich alles runtergeladen habe. Also es startet schon mal. Ist schon mal ein super Anfang. Und nein, ich habe nicht alles freigeschaltet von Anfang an. Na super. Ist jetzt aber auch nicht so gerade die Karte, wa? Also ist auf jeden Fall schon mal flacher als die davor. Da können wir vielleicht auch ein paar Flüsse machen. Naja, gut. Gucken wir mal. So, wo starten wir denn? Also erstmal starten wir mit dem hier. Ja, präzise. Ja. So, verlassene, abgebrannte, abreißen. Genau, das habe ich jetzt Automatic Bulldozing. Im Untergrund platzieren kann ich das auch. Ja, also wie gesagt, Traffic Lights kann ich jetzt einzeln setzen. Also es sind einige Tools dazugekommen. Und wie gesagt, das wird sehr, sehr schön werden. Ja, hier schon was Neues. Ja, hier haben wir auch zum Beispiel die Large Water Pump Station gleich von Anfang an. Da müssen wir uns nicht mit den kleinen... Wobei am Anfang kann man auch die kleinen noch bauen, ja. Also die haben ja hier einen Umsatz von 120.000. Ja, die haben einfach 384.000. Für 10 Minuten? Ja, okay. Einheit ist die gleiche. Kostenpunkt deutlich mehr. Unterhalt 560. Naja, gut, okay. Also das lohnt sich dann vom Geld zumindest. Lärmbelästigung ist dafür auch gleich mal doppelt so hoch. Gut. Wir starten. Ja. Winkel und Netze. Ich weiß. Ich kann jetzt alles sehr viel präziser bauen. Expanded Toolbar. Das ist auch so eine Sache, die ich mir mal gewünscht habe, dass ich nicht immer so durchscrollen muss, sondern dass ich alles auf einen Blick habe. Gut. Wir starten. Bisschen unübersichtlich, weil es einfach zu groß ist. Gut, am Anfang vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Dann. Brauche ich die Autobahn oberirdisch? I would say yes. Yes. So, hier sieht man auch gleich die Einheiten. Also 30, ich weiß nicht, was U's sind, aber sie ist quasi 30 lang. Das sind immer so 10er Stacks aufgesplittet. So, ich mache jetzt einfach mal... hier den Startpunkt. Wobei, wir könnten hier tatsächlich relativ exakt planen. Indem ich jetzt einfach mal... Jawohl. So, hier ein 20er. Ich weiß nicht, ob das vom Platz her reicht. So, wir machen hier erstmal die Autobahn. Ach so, ja stimmt, das geht ja noch gar nicht. Und dann machen wir einfach mal straight ahead die Einbahnstraßen. So,
Jetzt sehen wir hier zum Beispiel auch Traffic Lights. Und die können wir jetzt alle einzeln machen. Also ich kann zum Beispiel hier sagen, Ampel. Aber ich kann, glaube ich, auch sagen, dass an einer Kreuzung zum Beispiel keine Ampel ist. Das geht auch irgendwie. Eigentlich super ungünstig, was ich hier gerade baue. Ich möchte nicht in die Erde. Ich sollte das vielleicht mit ein bisschen Abstand bauen. Hier können wir auch Winkel sagen. 180 Grad und sowas. Das ist halt super, ne? So, und wir machen jetzt einfach mal hier. So. Wie gesagt, wird eh später wieder abgerissen. So, aber Ampeln würde ich gerne lassen. Also hier müssen wir nicht unbedingt Ampeln bauen. Hier genauso wenig. So, und dann gehen wir mal in die Planung. Ich kann leider noch keine Wohngebiete, also hier Gebiete bauen. Viertel. Deswegen ist das ein bisschen ungünstig. So, ich würde sagen, meine Stadt baue ich hier hinten hin. So, und die baue ich auch mal straight. Reach Milestones, yeah. I do. Und dann bauen wir... Wir bauen jetzt am Anfang tatsächlich mal so ein bisschen kachelmäßig. Was ich ja überhaupt gar nicht mag. Ah ja, seht ihr? Genau, so wäre es dann perfekt. So, wie gesagt, ich baue jetzt mal am Anfang ein bisschen kachelmäßig. Das ist aber nicht gleich, ne? Ja, gut, liegt daran, dass ich hier auch nicht weiterkomme. So, dann ist das hier unser Startgebiet erstmal. Ja, gut, das brauchen wir nicht unbedingt. So. Und hier können wir dann ja meinetwegen mal... Winkel arbeiten. So. Erhöhte Straßen. Ja, 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 I know. So, dann haben wir den Startpunkt. Dann gehen wir hier hinten auch nochmal straight. Ins Industriegebiet. Also in unser Startindustriegebiet. Ja, 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 Spiel angehalten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und hier gehen wir auch mal bis dahin. Oh. Dahin. So, jetzt hätte ich gerne einen rechten Winkel. Boah, kann ich hier sagen 90 Grad? Oh shit, Alter. Aber ich kann eigentlich mit dem arbeiten, oder? 90 Grad Winkel. Also wir müssen natürlich am Anfang nicht übertreiben. Das sind 20, das müssten 10 sein, ne? Genau, und dann nochmal ein 10er hinten dran. So, dann ungefähr auf die gleiche Höhe wie das da. Dann kommt ein rechter Winkel. Da habe ich jetzt nicht geguckt, wie weit, aber es müsste genau 4 sein. Naja, mehr oder weniger 4. Straight. So. Dann fangen wir an mit der ersten. Das und... Ach, so ein Öko-Wasseraustritt. Ich weiß nicht. Also es macht ja trotzdem Dreck. Ist ja nicht so, dass das keinen Dreck verursacht. Oh yeah, sehr gut. Wir können erstmal mit dem arbeiten. So, dann knallen wir uns erstmal ein paar Windräder hin, weil die haben hier auch super Wind. Jetzt muss ich halt nur eine Verbindung bauen. Also ich muss wahrscheinlich zwei Verbindungen bauen. Aber einmal nach hier hinten, dass wir da den Anschluss haben. Und einmal nach hier, hier den Anschluss haben. Wobei, das könnte auch schon fast reichen. Gut. So.
Das würde ich für Sachen benutzen, also für Sondergebäude. Dann fangen wir mal hier an. Das zu machen und... Ja, das ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich wieder mit dem Pinsel arbeite. Und hier machen wir Gewerbe rein. So, wir können aber auch mal ganz entspannt hier hinten erweitern. Soweit wie possible. Ja, das muss ich erstmal mit einer einfachen Straße bauen. Ich habe ja mal 20 abgelassen. Ja. So, und... So, und ja gut, wir können erstmal schon mal weiter nach hier hinten gehen. Und so. So, füllen, 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 füllen. Dann haben wir erstmal das als Startgebiet. Jetzt müssen wir natürlich noch das Wasser nach hinten holen. Und wir haben noch 23.000 Doleros am Start. Oder Einheiten. Oh, Ort ist bereits belegt, seriously? So, dann gehen wir mal hier unter der Hauptstraße lang. Ah, das gefällt mir noch nicht. Wie gesagt, das wird jetzt alles ein bisschen geplanter werden. So, jetzt geht das auch. So, und hier gehen wir exakt auch so lang. Dass es unter der Straße ist. Es wird hier natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich keine Schrägen bauen kann. Also schräg im Sinne von, ich kann keine Kurven bauen. Da gibt es bestimmt auch irgendein Tool für. Gut, dann starten wir. Achso, und ich habe eine Mod mit drinne. Realistische Zeit. Und jetzt bin ich gespannt. Also wir haben 6.01 Uhr. Frage ist, das dauert jetzt sehr, sehr lange, bis hier Sachen entstehen. Aber wie gesagt, ist jetzt ein bisschen realistischer von der Zeit her. Und was den Aufbau betrifft, ist es halt auch realistisch. Also, nee, es ist nicht realistisch, aber die... Naja, Tagesrhythmen von den einzelnen Bewohnern sind jetzt realistisch. Also die gehen tatsächlich tagsüber arbeiten, nachts gehen sie nach Hause, schlafen oder feiern. Und das soll es ein bisschen schwieriger machen. Hab ich zumindest gelesen. Ob es wirklich der Fall ist, werden wir sehen. So, das muss leider hoch bleiben, aber Wasser können wir runtersetzen. Dann sparen wir uns erstmal ein bisschen Geld. Und da reicht auch erstmal die Hälfte. So, bildet euch! Achso, das ist übrigens hier Quark. Kann schon mal direkt weitergehen. So, dann bauen wir hier hinten auch nochmal straight. So, gucken. Also ich hätte gern hier so, eine Querverbindung. Da würde ich ganz gerne eine Einbahnstraße bauen. Parallel läuft. Wie gesagt, das wird alles jetzt nicht zwangsläufig immer parallel werden. Was ja auch nicht mein Anspruch ist. Und auch nicht das Ziel für mich sein sollte. So, dann gehen wir die Straße lang. Da müssen wir nochmal kurz ein bisschen weiter und hier können wir auch die Straße weitergehen. So, da haben wir nochmal ein bisschen mehr Bauplatz. Ach so, ja. Industry. Ist gerade noch nicht gefordert. Aber wir werden einfach mal hier hinten Industrie schon mal setzen. Damit hier Arbeitsplätze entstehen. So, hier ganz ehrlich. Können wir so ein bisschen am Wasser lang gehen. Da gibt es auch neue Mods, die ich nach und nach dann dazu holen werde. Nämlich... Kais und so weiter. So. Gut, wir
wir erstmal hier alles voll mit Industrie. Industry? Industrie? So, dann können wir uns nämlich das hier auch mehr oder weniger schon klemmen. Die erste Industrie entsteht, sehr gut. Achso, ja. Nee, das habe ich schon gesagt, ne? Mit dem Automatic Bulldozing ist halt eine Sache, die super geil ist. So. Können wir auf einfache Geschwindigkeit erstmal wieder stellen. Also, Stadt wächst. Oder kann will. Und ich fiebere auf die Bezirke. Gut, gerade sind wir ein bisschen im Minus, aber das sollte gleich kommen. Ja, ja, ich weiß. Informationsfenster, kennen wir alles. Dann gehen wir mal ganz kurz hier noch in die Ampeln. Also, da ist eine Ampel. Wir können Ampeln erstmal generell ausschalten, würde ich sagen. Weil wir haben noch nicht wirklich den Bedarf, da drauf zu achten. Hier hinten ist noch eine Ampel. Ich meine, klar, wir können hier sagen Stopp. Wobei, wir können hier auch gleich mal sagen, dass das hier die Hauptstraße ist. Straßen? Ja, ausgewählte Straße? Gar keine? Hallo? Muss ich oberirdisch gehen? Nee. Kreuzung. Straßen. Wieso kann ich nicht sagen... Ich würde gerne die Straße auswählen und als Hauptstraße deklarieren. Warum geht denn das nicht? So, hier sehen wir die Transportarten, Fußgänger, Radfahrer und so weiter. Das ist auch neu, glaube ich. Ja, gut, okay, kann ich gerade nicht sagen. Achso, weil ich das wahrscheinlich ausschalten muss. Nee, sorry. Genau, jetzt geht's. So, das ist die Vorfahrtsstraße und, ja, ja, historische Gebäude. Dementsprechend ist dann hier jetzt überall Stopp. Genau. Die müsste man eigentlich auch direkt erweitern. In eine große Straße. Ich habe gerade kein Geld dafür, aber naja. Auf Dauer gesehen sollten wir das vielleicht machen. Wasser ist super. Das ist auch noch okay. Ja, und jetzt werden die Leute halt tagsüber irgendwann morgens aufstehen. Dann zu ihren Arbeitsplätzen fahren. Von, ich weiß nicht, 8 bis 16 Uhr arbeiten. Und dann geht's wieder nach Hause. Ja, ja, ja. Da fehlt nur die Verbindung. Das kommt hoffentlich irgendwann. Da fehlt es an Wasser? Echt? Achso, ja, klar. I have not enough money. Gut, dann machen wir ein bisschen schneller. Damit wir ein kleines bisschen Geld kassieren. Damit ich hier die Wasserleitung setzen kann. So, jetzt geht es auch wieder voran mit dem Konto. Geld kreieren ist tatsächlich relativ einfach, finde ich, in diesem Spiel. Also da habe ich selten Probleme gehabt in letzter Zeit. So. Ich bin nicht ganz zufrieden tatsächlich. Sind alles wieder Kleinigkeiten. So, Bilanz geht bergauf. Sehr schön. Die Einwohner kommen. Ab 350 gibt es, glaube ich, 360 gibt es den kleinen Weiler und die ersten Sachen, die wir bauen können. Ja, Müllkippe zum Beispiel könnten wir hier hinten entspannt ranbauen. Da habe ich leider noch keine neue. Also Müllkippe würde ich mir tatsächlich auch mal demnächst eine neue irgendwie holen. Genauso würde ich gerne mal gucken, ob man... Vielleicht, sehr gut, kleiner Weiler. Ja, Gebäude kennen wir. Da sind jetzt keine neuen dabei. Stadtbezirke ab 750, okay. Ob man vielleicht mal bessere Müllkippen und sowas bekommt. Oder kleinere. Fälle zu steil. Ja, könnten wir theoretisch auch hier hin basteln. Wobei, hier wird ja das erste Industriegebiet entstehen. Und zwar würde ich hier gerne... ein Landwirtschaftsbereich machen. Den könnten wir eigentlich auch schon vorbereiten, aber wir fangen erstmal mit den normalen Sachen an. So, Krankenhäuser. Da gibt es auch neue Sachen. Nämlich hier ein Universal Hospital. Ist ein bisschen größer,
Large Advanced Crematorium. Das kriegen wir erst ein bisschen später. Ja, die State University kommt gleich von Anfang an. Aber wir können erstmal nur das normale Altenheim bauen. Altenheim, die normale Arztpraxis. Und die knallen wir jetzt einfach mal. Wir können ja vom Rand anfangen. So, Arztpraxis. Fürs Gesundheitswesen. Ground School. Da habe ich, glaube ich, auch neue, oder? State Gymnasium. Ja, das kommt später. Die Phoenix High School. Kommt auch erst ab 1200. Die Mechanical High School kennen wir schon. Und Institut für moderne Technik kennen wir auch schon. Das sind die, die ich jetzt nochmal freigeschaltet hatte. Freie Schule. Arbeiten wir erstmal mit einer freien Schule? Die hat halt weniger Kapazität. Kostet mich aber, glaube ich, auch mehr, ne? Ja. Ja, ist einfach... Oh, das ist hier übrigens ungünstig. Da würde kein Mensch rauskommen. Soll später nochmal umbauen. Gut. Ihr entwickelt euch langsam und stetig. Das freut mich. Hier kann man schon mal eine kleine Verbindung setzen. Wird hoffentlich nicht so teuer werden. Nach da. 19er Winkel. Und hier würde ich gerne auch nochmal einen durchbauen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Industriegebiet. Wie gesagt, das machen wir dann ab 750 Einwohnern gleich zu einem Landwirtschaftsgebiet. Und wir entwickeln unser erstes Bezirkchen, beziehungsweise den zwei Bezirkchen. Wir machen nämlich hier daraus auch gleich einen Bezirk. So, läuft alles. 8.51 Uhr haben wir gerade mal. Ah, Berufsverkehr ist gerade gar nicht. Alter, stehen die hier wirklich an? Ach, die parken hier. Ja gut, okay, das wird ja dann Autobahnabfahrt. Das müssen wir dann natürlich nochmal später ein bisschen beheben. Also wenn wir die Möglichkeit haben, ich weiß gar nicht, wann Autobahnen freigeschaltet werden. 1200? 2200. Ja, wie gesagt, ist auch noch nicht so wirklich symmetrisch, wie ich es halt gerne immer hätte. Ich weiß nicht, warum man hier parkt, weil die einzige Möglichkeit, hier wegzukommen, ist über die Autobahn und dann bist du halt am Arsch. So, da ist kein Abwasser. Oh ja, Abwasser ist ein Problem. Dann erhöhen wir mal auf 75. So, dann sollte Abwasser auch funktionieren. Strommäßig können wir nochmal eins nachsetzen. So, dann haben wir erstmal wieder 24. Ja, ich werde erstmal, wie gesagt, mit den Windrädern arbeiten. So lange, bis wir wieder alternative Energien freigeschaltet haben. Ich glaube, das erste ist ja dann hier wieder die fortschrittliche Windturbine. Auch ab 2200. Ja, bis dahin wird es halt ein bisschen dauern. Habe ich denn die Möglichkeit, Ressourcen zu setzen? Ja. Ich sehe sie halt noch nicht. Die kommen auch erst ab 750, glaube ich. Deswegen ist es am Anfang ein bisschen raten. Also hier kann ich auf jeden Fall sagen, ist Landwirtschaft. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Öl gibt es auf der Karte offiziell nicht, aber das können wir wieder nachordern. Mit unserem kleinen Tool. Ja, Richtlinien gibt es auch erst später. Wasser und so weiter gibt es auch erst später. Gut, machen wir ein bisschen schneller. Kenville. Wenn die Uhrzeit hier vorangeht. So, die ganzen Gebiete und sowas. Auch ab 750. So, das wird hier mehr oder weniger Vorstadt. Und meine richtig große, dicke Hauptstadt. Dadurch, dass wir jetzt ja eh alles freischalten können, müssen wir uns mal später aussuchen, wo wir unsere Hauptstadt hinbauen. Aber eventuell bauen wir sie da hinten hin. Also hier zwischen Autobahn und Fluss. Ich würde den Fluss halt gern mitnehmen. Den finde ich sehr schön und sehr reißend. Boah, ich hoffe, ich habe eine Ausgangsverbindung zum Meer. Aber ich glaube, die ist da hinten. Also müsste ich, wenn dann, wahrscheinlich eher nach da hinten irgendwie bauen. Oder ich baue meine Hauptstadt hier hin. Könnte man auch mal überlegen. Mal schauen. Aber erstmal den Anfang machen. So, komm, mal ein bisschen schneller. Kann ich eigentlich schon ein Gebiet kommen? Nee. Ja, ich weiß. Ausgehende Verbindung. Wo ist eigentlich die Bahn? Da ist die Bahn. Na, das passt doch. Dann können wir nämlich hier ein schönes Landwirtschaftsgebiet bauen. Und dann hier gleich an die Bahn anschließen.
Der Fluss ist echt reißend. Finde ich super. So, komm. Bisschen noch. Also Grundschule könnten wir schon bauen, aber ich hätte gern hier einfach die kleine. Würdiges Dorf. Schön. Spezialisierung, Spezialisierung, Feuerwache, Polizei. So. Erstmal bauen wir die Schule. Dann setzen wir zum Abschluss unser erstes Industriegebiet. Da kann man meinetwegen so komplett bauen. Hickory Place. Werden wir umbenennen in Hickory Farms. Und wir geben die Spezialisierung Agrarindustrie. So. Genau, Problem ist, es gibt keine Industrie, also es gibt kein Agrar. Unsere Größe. Es ist wirklich bescheißen. Aber ich finde das einfach viel, viel besser, wenn ich das hier mit. Naja, ist real. Kann meinetwegen ins Wasser gehen. Wenn ich da ein bisschen einfacher planen kann. So, jetzt wird hier wieder alles abgerissen. Aber wir sparen uns die Luftbelastung. So, Stufenaufstieg, sehr gut. Jetzt bauen wir. Komische Straße in Einbahnstraße und machen hier nochmal Gewerbegebiete hin. So, da nicht. Wohngebiet geht bis da oben, das ist gut. Auf die andere Seite kann man meinetwegen auch nochmal Gewerbegebiete machen, also zumindest auf der Ecke. Wobei wir könnten hier auch noch mal weitergehen. Und setzen da auch nochmal komplett Gewerbegebiet. Habe ich jetzt die Möglichkeit, auch Gehwege zu bauen? Immer noch nicht. Schade. Ja, jetzt mangelt es am Strom. Setzen wir nochmal ein bisschen was nach. Es mangelt nicht am Strom. Ach, ihr habt einfach keine Verbindung. Doch, jetzt geht's wieder. Super. Nichtsdestotrotz bauen wir trotzdem nochmal ein viertes. Grüne Energie. So, jetzt könnten wir meinetwegen hier auch das rausnehmen. Aber wir können hier auch nochmal ein bisschen was setzen. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für Unterschiede sind. Also Pinselstärke kann ich natürlich auch ein bisschen weniger machen. Wow, okay. Pinselstärke ist nicht wirklich weniger geworden. Ja, komm, scheiß drauf. Machen hier raus. Schade, dass ich hier keine Bäume setzen kann. Also hier müsste ich manuell, glaube ich, setzen. Emanuell. So, das würde ich hier gerne alles zu Landwirtschaft umwandeln. Gut, machen wir Schluss für heute. Erste Folge in Kenville ist beendet. Morgen geht es dann weiter. Dann bauen wir uns mal Police Headquarter. Ja, okay, das sind auch die großen. Dann bauen wir uns die nächsten. Ja, hier Feuerwehr, scheiße. 12.000, ne? Ja. Kurz ein bisschen ansparen, aber hier brennt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Ja, wir bauen auf jeden Fall unsere kleine Stadt weiter. Wir können das erste Gebiet weiter kaufen. Und dann gucken wir mal, was wir dann daraus machen. So, hier setzen wir morgen auch den ersten Bezirk. Den werden wir dann hier so abschließen. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Bis dahin, herzlichen Dank, haut rein, ciao und tschüss.